Der Schweigegeldprozess gegen Donald Trump in New York ist der erste Strafprozess gegen einen Ex-Präsidenten in der US-Geschichte. Zudem ist dieser Prozess der einzige der derzeit 4 strafrechtlichen Anklagen gegen den wahrscheinlichen erneuten Präsidentschaftskandidaten Trump, bei dem es mit einiger Sicherheit vor der Wahl im November ein Urteil geben wird. Er könnte also Auswirkungen auf die Präsidentschaftswahl haben. Der Prozess dreht sich um ein Schweigegeld für den Pornostar Stormy Daniels vor der Präsidentschaftswahl 2016. Solche Zahlungen sind in den USA zwar normalerweise nicht illegal, doch die Anklage bezieht sich nicht auf das Schweigegeld an sich, sondern darauf, dass Trump die Zahlung in 34 Fällen per Fälschung von Geschäftsdokumenten getarnt haben soll. So seien für Trump schädliche Informationen vor der Wählerschaft geheim gehalten worden, heißt es in der Anklageschrift. Jeder einzelne Anklagepunkt kann mit bis zu 4 Jahren Haft bestraft werden. Das würde sich auf 136 Jahre summieren. Allerdings ist es laut Rechtsexperten eher unwahrscheinlich, dass Trump hinter Gittern landet. Der 77-Jährige hat auf nicht schuldig plädiert. Er prangert das Verfahren als Hexenjagd und Wahleinmischung an. Ich vermute, dass die Wählerschaft in dieser Frage geteilter Meinung ist, so wie es sich auch bei allen anderen Fragen zu Donald Trump verhält. Die einen werden sagen, das bestätigt, dass er nur von den Staatsanwälten schikaniert wird. Und die anderen werden sagen, dieser Mann hat keine Selbstbeherrschung, er sollte nicht Präsident werden dürfen.